Ja, Freunde, das wird jetzt einmal ein kleiner Soundcheck. Ich habe mir ein neues Funkmikrofon-Set gekauft. Das hängt im Augenblick da herum. Ich zeige euch das dann einmal. Ich spiele dann ein paar Büdeln rein. Ja, das ist das Rode Wireless Go. Das ist das neueste von Rode am Markt. Und ich mache da jetzt gar kein Review drüber, das ist sinnlos, weil es gibt schon so viel. Vor allem, ich habe es erst jetzt gekriegt, ich habe es 10 Minuten im Garten getestet. Das ist eigentlich der erste offizielle Einsatz unterwegs und werden wir mal schauen, wie es funktioniert. Der Vorteil, was von dem da ist, habt ihr auf die Bühlung vielleicht schon gesehen, da ist ein eingebautes Mikrofon drauf. Da gibt es dann so einen Windschutz vorn drauf und kann man sich eigentlich überall hinstecken. Aber wie gesagt, schaut euch Videos an, gibt es ein Rode Wireless Go, da gibt es Reviews zum Saufedern. Und ja, eins, was ich gleich dazu sagen muss, von den Entfernungen her geben es 70 Meter ein. Es geht wahrscheinlich auch bis zu 100, was man schon gesehen hat, aber es muss Sichtverbindung bestehen. Sobald man das eigentlich vorne irgendwo tragt und von der Kamera wegdraht, wird vielleicht aus der Entfernung noch alles funktionieren, aber ich schätze mal, dass so ab 15-20 Meter, wenn es so weit geht, der Ton komplett weg ist. Ich gehe jetzt einmal bis zum Busch hin, das sind dann ca. 7-8 Meter. Wie gesagt, ich habe es da hängen, das müsste als Sichtverbindung bestehen, müsste da also ohne weiteres funktionieren, ohne Probleme. So, ich versuche mir jetzt einmal zum Weg dran, dass das Mikrofon eigentlich geschützt ist. Jetzt hat es eigentlich keine Sichtverbindung mehr und jetzt war es wieder da und wir gehen ein Stück weiter. Ja, Soundcheck, check, 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 check. So, ich werde jetzt wieder abgewandt sein. Jetzt sind wir gute 15 Meter entfernt. Drehen wir jetzt wieder her und jetzt sollte eigentlich wieder Sichtverbindung sein. Sollte funktionieren, gehen wir weiter. Ja, Test, 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 Test. Ja, ich sage einmal, das sind jetzt gute 25 Meter locker. Sollte immer noch kein Problem sein, weil Sichtverbindung besteht. Ich drehe mich jetzt wieder langsam im Gras. Test, 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 Test. Oh, jetzt müsste es weg sein, wieder der Ton kurz weg sein, schätze ich. Test, 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 müsste wieder da sein. Gehen wir weiter. Ja, Test, 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 weiterhin Test, 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 Test. So, ich sage einmal, 30 Meter geschätzt, Sichtkontakt, dich wird alles funktionieren, check, 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 jetzt trage ich mich weg, jetzt wird es wahrscheinlich sofort weg sein, check, 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 check. Einzige Vorteil, was vielleicht ist, weil es höher montiert ist, ich tue es eigentlich nur durch den Kopf abschwächen. Ja, wir gehen weiter. Check, 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 check. So, ich drehe mich jetzt wieder weg. Check, 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 check. Das ist wieder verdeckt vom Kamera. Und jetzt wieder Vierer. Check, 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 check. Soll das wieder funktionieren? So. Jetzt gehen wir noch bis zum Busch. Ja, check, Test, Test, Test und check, 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 Test, 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 Test. So, wir haben immer noch Sichtverbindung und das sind jetzt locker, sage ich mal, 50 Meter, wenn nicht noch mehr. Kann ein bisschen schwer schätzen, aber ich drehe mich jetzt einmal wieder weg. Check. Jetzt wird wahrscheinlich die Verbindung weg sein. Check, check. Check, 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 check,
check. So, und jetzt gehen wir noch einmal bis zu dem Busch. Check, 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 check. Ja, und wenn das jetzt wirklich noch bis daher geht, ja, dann kann man das. Ich schätze mal, die Strecken wird so noch funktionieren, nur wenn ich mich wegdrehe, ist wahrscheinlich wieder weg. Check, 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 check. So, das sollte es gewesen sein. Ich komme jetzt auf die Kamera zu. Wie gesagt, das Mikrofon ist da oben. Ich verwende aber wieder mein externes Mikrofon mit dem Windschutz drauf. Das hat mir bis jetzt gute Dienste geleistet. Das kann man auch anstecken. Also man kann das externe verwenden und auch das interne. Und wie Sie in meinen Videos sicher schon bemerkt habt, ist eigentlich der Windschutz von dem Mikrofon eigentlich perfekt. Daher, es ist der Klang auch von einem externen um eine Spur besser wie die von den Einbauten, aber ja, ich will nur erwähnen, das Ganze kostet 200 Euro. Kann natürlich nicht konkurrieren mit dem Rode Filmmaker Kit, weil das viel bessere Reichweiten hat. Das geht ja locker bis 350, 400 Meter, habe ich ja schon probiert. Aber ja, okay, das soll es gewesen sein von dem kleinen Test. Wie gesagt, nachlesen könnt ihr das Ganze woanders. Bei mir wird das jetzt im Einsatz sein, auf beide Cams. Jetzt auf der Action Cam, auf der Sony, auf der X3000 und auch dann auf der Sony AX53. In dem Sinn, das war's schon wieder. Danke, tschüss.